Hallo und herzlich willkommen zur der wahrscheinlich letzten Folge dieser Reise. Ich bin Cedric Elsius und werde in dieser Folge Himmelsstern für Besuch aufsuchen. Um Kün und die nicht die Künde, sondern die Kunde von Nordwen und den Wenslands zu verkünden. Und dort ein bisschen was Marketing, technisches, alter Verwalter, was ist das hier? Da muss ich mich ja schon drüber bauen. Gibt's da nicht. Nee, da habe ich außenrum. Das ist mir zu wild. Da laufe ich außenrum. Das ist mir safer hier. Bevor ich dort runterfalle und noch sterbe, laufe ich doch lieber hier außenrum. So, hier ist ein Lavasee. Zack. Einmal springen und essen. Hier sind Hunde. Laufen die mit hinterher, die Hunde? Nur weil ich was zu essen in der Hand habe? Nein. Die kann man auch nur mit dem Knochen zähmen. Leider. Aber sonst hätte man ja unendlich Hunde. Guckt euch diese Schluchten hier an. Eieiei, wo soll das hinführen? Da gehe ich doch hier lieber samt runter. Bevor ich hier irgendwie runterspringen. So, jetzt bin ich unten. Da möchte ich nicht reinfallen. 1900 Meter. Da kann ich mal so lang. Sehe ich das richtig? Oder ist das schon wieder ein Dorf? Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Aber es ist ein kleines, feines. Kleines, feines Fischerdorf. Meine lieben Freunde, guten Tag. Ein Kartograf. Das ist was ganz Neues. Der tut nämlich nicht nur Papier verkaufen, sondern auch. Was ist das denn für ein geiles Dorf hier? Es ist auf so einer Landzunge, umgeben von Wasser. So ein Wasserdorf. Arbeitslos darf ja nicht fehlen. Wir paddeln mir einmal hier rüber. Zack, zack, zack. Und zack. Und zack. Und das ist das Dorf. Mal abseits von uns. Wir machen noch ein kleines Erinnerungsfoto. Hätte auch die richtige Taste gedrückt. Ich habe das ja auf F2 umgelegt. Weiß nicht, was die Standardtaste jetzt ist, ob das auch F12 ist oder F2. Bei meisten Spielen ist es ja F12, weil die über Steam laufen. Und da ist die Screenshot-Taste F12. Wissen die wenigsten, aber na, manche wissen es schon. Manche viele, sehr viele Massen wissen das. Aber manche wissen es nicht. Und ja, ging mir letztens auch so. Da habe ich auch jemanden gesagt, drück doch mal F12. Was ist F12? Kam dann die Frage. Und hat er F12 gedrückt und er hat es Piu gemacht. Ja. Da hat ein Foto geschossen. Da war er überrascht. Kann er noch nicht. So, anlegen hier. Zack, zack. Und schwupp. Und weitergehen Richtung Ziel. So, whoop, genau. Ich bin ein guter Springer, muss ich ehrlich zugeben. Es kommt aber auch auf die Leistung des PCs an. Nicht nur auf die Leistung des PCs, sondern auch wie man geübt ist im Springen. Ich habe früher sehr viel offscreen auch Adventure Map gespielt.
Ich bin ja früher auf Minecraft gestoßen, nicht durch Gronkh, sondern durch Pete's Meat. Die erste Staffel Pete's Meat Minecraft habe ich angeguckt. War sehr amüsant damals schon. Und seitdem gucke ich da auch zu. Bin fast täglich dabei. Und dann so ein paar Wochen später bin ich auf Gronkh gestoßen. Der war natürlich schon etwas länger dabei, als ich vermutet hatte, zu dem Zeitpunkt, und habe das dann parallel verfolgt. Und mit Pete's Meat zusammen bin ich dann auch auf den Nenner gekommen: Adventure Maps sind lustig und cool. Habe ich den mal so alleine gespielt. Manche konnten mal eben nur im Koop spielen, aber da kam immer mal jemand dazu. Früher wusste ich, glaube ich, auch noch nicht so wirklich, wie man den Server aufstellt. Das war ziemlich, ziemlich schwierig. Vor allem, wenn man noch eigenes Taschengeld bezog. Zu meines Zeiten habe ich nicht so viel bekommen. So, hier ist ein Sumpf. Wir sind jetzt nur 800 Meter entfernt. In 3 Minuten wird Nacht. Schnell und gelenkt, hier geht's durch. Zack. Meter. Sunshine, ich bin fast da. Und ich bin alleine. Bin alleine, warum? Warum bin ich alleine? Lasst mich nicht allein. Hier ist eine Hexenhütte. Schaut mal. Ist da eine Hexe drin? Keine Ahnung, ob eine Hexe drin ist. Aber wir sind fast da. Wir kommen mal von Süden. Und von Süden müssten wir da auch bald irgendwas sehen, oder? 400 Meter. Müsste doch bald mal auftauchen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich dort nicht aus. Los, bin ich vom Gas gegangen. So geht das nicht. Immer in die Richtung. Als Sumpf. Da. Schaut. Schaut, schaut. Die Keilmauer. Wir sind da, meine lieben Freunde. Wir sind da, wir sind hier in der Hauptstadt angekommen. Von Orientaria. Kommen wir irgendwo raus? Da kommen wir raus. Ja. Hier können wir aussteigen. Und schwupp. Oder auch nicht. Und das Boot ist auch weg. Für nimmer Wiedersehen. Da tue ich meine Seerose hin. Und ja. Hier sind die Fahnen. Anscheinend. Das hier ist von Himmelsstern, also dem Ort Himmelsstern. Das von Orientaria. Finde ich sehr, sehr gelungen. Und ich werde gleich mal hier ein Foto schießen. Ich bin angekommen in Himmelsstern. Sehr schön. Wunderhübsch. Hier sind Ruhe. Ganz viel Zeug drin. Ganz viel RD. Gucken uns natürlich erstmal um. Hier sind die Fahnen von den einzelnen Ortschaften. Will jetzt nicht so viel schon zeigen. Aber die Folge kommt eh in Ewigkeiten raus. Schon eine Spinne. Was sind da? Man sieht doch mal alles kennen hier. Ich weiß gar nichts. Das, kann ich gerade nicht zuordnen. Das müsste die Annie sein. Das sind wir aus Nordwehen.
Das ist Himmelsstern und das ist Hohenstein. Hier ist doch eine Spinne drin. Schaut. Den Faden kann ich leider nicht aufsammeln. Pass auf. Hier. Das weg. Schaut interessant aus. Schaut sehr interessant aus hier. Was ist das hier? Okay. Ich lasse mich überraschen. Aber erst in der nächsten Folge, dann ist es Nacht und hier im Ort sind bestimmt Dorfbewohner, ganz viele. Und darum gehe ich jetzt auch schlafen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.